Willkommen zurück hier zu Blackside. Wir sind hier unten im Keller drinne. Man sieht ja gerade noch das Tutorial für die Taschenlampensteuerung. Und wir müssen erst nochmal das Licht anmachen. Das werden wir aber natürlich nicht tun. Denn, warte mal. Ach verdammt, wir müssen das doch machen. Oh, shit. Warte mal, was waren das hier hinten? Was sollen die ganzen Zettel? Kriegen die so viele Bestellungen rein? Ja, was? Man kann nie genug wissen. Vielleicht braucht man ja doch mal was irgendwie auf Vorrat oder so. Von der Seite ist das mit der Taschenlampensteuerung ganz Wie schön liegen schwierig. die Teppiche? Das ist sehr schwierig. So. Das Tor ist natürlich. Wir können hier unten. Warte mal, vielleicht können wir es doch. Nur gut, dass der Fernseher lauter war. Ha, doch nicht. Okay, das Licht soll man nicht anmachen. Das hat man ja beim letzten Mal getan gehabt. Und uns hat diese, was ist ein Waschbär? Ja, bisschen über den Haufen geschossen. Muss ja nicht sein. So. Da oben haben wir eine Karte. Eine haben wir natürlich jetzt nicht. Da werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rankommen. Was mich natürlich, ja, bisschen ärgern tut, aber okay. So, schauen wir mal. Ich hatte tiefgekühlte Leichen erwartet. Wow. Oh, wir müssen wieder drücken. Rührt sich nicht. Tja. Und machen wir noch was? Ah, da bewegt sich das wahrscheinlich zur Seite. Ja, das hat man gerade probiert. Hat trotzdem nicht funktioniert. Ah, eine Handkurbel. Ja, das ist gut. Das ist natürlich einfacher. So, probieren wir es jetzt mal. Jetzt sollte es aber eigentlich doch klappen, oder? Also das muss ich sagen. Finde ich ziemlich gefährlich. Alleine dadurch, dass du ja... Oh, nice. Warte mal. Da. Dass du ja so schon eine Menge Krach machst. Das natürlich so worth ist. Zweifle ich. So, da haben wir was zu liegen. Ansonsten hier noch was. Hier hinten ist sogar ein bisschen Licht. Das ist so schon mal so schön. Wir schauen uns aber jetzt trotzdem erstmal hier vorne um an die Die Tafel. Runden sind erdrückend zu Stones Gunsten. Ich weiß ja, dass er der amtierende Champion und Bobby Yale nur ein Herausforderer ist, aber ist vielleicht etwas zu seinem Zustand durchgesickert? Glaube ich ja nicht, dass da was durchgesickert ist. So, eine neue Schlussfolgerung. Hier haben wir die Zettel des Steve J. Grayson Stone, $200. Sonstiges Football, Eishockey, Baseball und Boxen. Baseball hat eine ganz Aha, schöne dann Menge. waren die ganzen schönen Zettelchen ja doch keine Bestellungen für das Restaurant. Eins auf jedem Tisch. Außer auf dem hier. Ach, du meinst das Telefon. Okay. Stimmt, da haben wir auch eins. So. New York und Chicago. Hä? Hat O'Leary ein Netzwerk von Komplizen? Haben die die gleiche Uhrzeit? Ich habe das jetzt irgendwie noch nicht so wirklich durchschaut.
So, hier haben wir noch was dran zu stehen. Warte mal, jetzt. Wow, mir war gar nicht klar, dass man so viele Wetten auf ein einziges Baseballspiel platzieren kann. Tja, wahrscheinlich welcher Spieler am besten ist. Das würde natürlich auch ein bisschen Sinn ergeben. Oh, hier hinten geht's auch noch lang. Warte mal, wir werden mal hier bleiben. Weil beim letzten Mal konnten wir ja was nicht einsammeln. Ha! Seht ihr mal? Moment. Da. Genau das konnten wir beim letzten Mal auch nicht einsammeln. Das hat mich natürlich jetzt ein bisschen gefrustet. Passwort, wilde Erdbeeren. Frage ich mich, was das heißt. Was ist das denn? Eine Schreibmaschine kann das nicht sein. Ein kleines Wunderding, das rechnen kann. Was kommt denn noch alles? Ach, das ist ein Taschenrechner. Boah, gut, okay. Oh. Auch gut, zu dem Zettel hat er gar nicht gesagt. Sieht aus wie eine Zusammenfassung aller Wetten, die reinkommen. Tag, Betrag, Wette, Kunde. Moment mal, hat O'Leary selbst 5 Riesen auf Yale gewettet? 5 Riesen. Manchmal vergesse ich, dass Kriminelle auch die Schreibtischtäter Familie und Kinder haben. Egal. Vielleicht ist es auf der dunklen Seite ja doch nicht so schlimm. Ah, deswegen will er wahrscheinlich auch, dass Yale antritt. 16 Tage bis zum Kampf. Deswegen will er halt, das war das Falsche. Deswegen will er, dass auch hier, dass hier Yale antritt. Weil 5000 in Sand setzen, ist nicht so gut. Dr. Palmer empfiehlt, dass ich hier nach seinem Herzanfall ausruhe. Neulich im Lunapark. Warum habe ich immer noch dieses Foto? Ich habe das Gefühl, dass das sie Ben sind. Avenarius verschwand nach dem gewonnenen Kampf, als Yale noch ein Kind war. Er hat eine Exorcistor und Dehydrierung durch Panikanfall. Die Krankenakte war von einem Dr. Ferguson abgezeichnet. Das ist doch nicht Ferguson. Aber das ist schon mal gut, dass die zusammenpassen. Ha, diese Echse ist nicht Yales Arzt. Genau, weil die Echse nämlich für O'Leary arbeitet. Was mich zumindest nicht verwundern würde. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden zusammenhängen. Aber soll nicht sein. So, Dr. Talbot bei seiner Operation. 12:30 Uhr. Wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal Arsch. Ich traue das der Alten zu. Nicht. Okay. Hätte klappen können. Dann suchen wir uns noch ein paar Hinweise oder so. Na komm, geh durch. Ich wette, dass hier irgendwo, warte mal, was war das? Unten, da. Ich wette, dass irgendwo noch eine Karte hier zu finden ist.
Ich würde sagen, wir machen erstmal Licht. Wow. Auch wenn es nicht viel ist. Irland sein? Irland, Münster, sieht es da so aus? Kann ich jetzt nicht so genau sagen. So, warte mal. Ich würde sagen, das ist auch Irland. Es gibt viele Orte, sag ich mal, die so aussehen. Hinter dem Gemälde verbarg sich ein komplettes Aktenregister voller pikanter Details aus dem Leben diverser Prominenter. Unter den Buchstaben S bis Z waren fast nur Sportler vorhanden. Hat O'Leary etwa das gemeint, als er sagte, Detektive und Polizisten seien seine Freunde? Wie viele für ihn wohl als Spitzel unterwegs sind? Und wenn ich damit machen würde, wen würde ich dann ausspionieren? Das könnte interessant werden. So, schauen wir mal. Stone. Laut seiner Akte war Stone so sauber und unbestechlich, dass sich O'Leary für einen subtileren Ansatz entschied. Als er sich von der Tennisspielerin Helen Moore trennte, brachte er sie offenbar mit Stone zusammen. Er hatte Glück, denn sie wurden ein Paar. Als ich die Akte gerade wieder zurückstecken wollte, hielt ich inne. Wieso, was hast du gefunden? Wollte ich wirklich wissen, was O'Leary über meinen guten Freund, den unbestechlichen Kommissar, in der Hand hatte? Ganz ehrlich, sollte es mir noch etwas zu verbergen, wollte ich es lieber nicht wissen. Ja, denke ich nämlich auch, weil alles sollten wir wahrscheinlich auch nicht wissen. Thorpe war vor dem Krieg ein kommender Footballstar gewesen. Bei seiner Rückkehr wurde er mit Ehrungen und Orden überhäuft. Nach Kriegsende setzte er seine Laufbahn fort. Er gewann 3 Saisontrophäen und eine Reihe von Auszeichnungen als wertvollster Spieler. Durch einen Unfall, bei dem er querschnittsgelähmt wurde, fand seine Laufbahn ein jähes Ende. Vor 4 Jahren rief er seine eigene Sportmarketingagentur ins Leben. Doch den Akten zufolge hat O'Leary gar nicht erst versucht, ihn zu kaufen. Weil er wahrscheinlich derjenige war, der ihn das zugefügt hat mit dem Rollstuhl. Könnte ich zumindest mir so vorstellen. In Bobby Yales Akte konnte ich nur eine Aufstellung seiner unglaublichen Siegesserie als angehender Herausforderer finden. 20 Siege, 16 durch K.O. Allerdings hatte jemand am Ende der Akte ein Wort gleich mehrfach unterstrichen. Unbestechlich. Oh, das ist natürlich echt gut, wenn er unbestechlich ist. Warum auch nicht? So, warte mal, hier war doch noch. Achso, das war ja der Tritthocker gewesen. So, schauen wir mal in den Schubladen nach. Avenarius. Limited Edition, Exemplar 2 von 3. Wir lauschen, wenn du es lauschen nennen möchtest, der sentimentalen Romanze. Deine Augen wirken wie der Mond. So, dann haben wir noch eine zweite Schublade. Wenn sie nicht mehr zusammen sind, warum hebt O'Leary dann so viele Aufnahmen romantischer Augenblicke mit Helen Moore auf? Tja, würde mich auch mal ein bisschen interessieren. Und dann haben wir da oben auch noch was. Mach mal auf. Moore, Helen und Osteam Jake. Oh, Jake. Hey,
Helen Moores Akte war mit Abstand eine der pikantesten. Sie war bloß eine durchschnittliche Tennisspielerin gewesen, bis O'Leary ihre Karriere durch abgekartete Partien in Schwung brachte und sie die Weltrangliste stürmen ließ. Allerdings hatte O'Leary schon seit über einem Jahr keine ihrer Partien mehr verschoben. Trotzdem war sie unbesiegt geblieben. Wie auch immer, es war klar, dass O'Leary mehr als genug in der Hand hatte, um ihre Karriere zu ruinieren. Oh ja. Also mit so einem Typen möchtest du dich nicht anlegen. So seltsam es auch scheinen mag, O'Leary hatte Jay gerade deswegen als Leibwächter angeheuert, weil dieser eine absolut blütenweiße Weste hatte. Offenbar umgab er sich gern mit ehrbaren Leuten, wenn er sich unter die High Society mischte. Ja, deswegen braucht er wahrscheinlich auch jemanden, den... Ja, was jetzt nicht vertrauen kann, aber jemanden, der halt sauer ist, kann man schon fast sagen. So. Sonst haben wir halt hier... Oh, jetzt kann ich auf einmal mir das Aquarium angucken. Was bist du denn? Da hat der kleine Fisch. Hallo? Jetzt. Stopp. Unten bitte. Danke. Irland, natürlich. Der Typ ist ja wie besessen. Von Irland. Hast du es erraten? Ob glückliche Fügung oder nicht. Unter N bis R fand sich niemand, der etwas mit dem Fall hätte zu tun haben können. Vor allem lässt sich unser Kollege hier Blackset ziemlich viel Zeit, was das Ganze angeht. Das so gut ist. Ich hoffe, ich stehe nie im Zentrum von O'Learys Besessenheiten. Ja, möchtest du aufpassen? So, warte mal. Ah, halt, da war's doch. Jetzt. Cassidy, Frank, Don Joseph und Avenarius. Oh, Avenarius. Die Akte zu Yales Vater war die dünnste. Nur noch sein Name war übrig. Warum? Leere Akte zu Avenarius. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier bei dem dicken Walross rauskommt. Cassidys Akte war vielleicht die dickste in O'Learys Sammlung. Offenbar verband die beiden eine lange Rivalität. Deshalb hatten sie sich gegenseitig auf die unmöglichsten Arten und Weisen ausspioniert. Zumindest konnte ich bestätigen, was Yale mir gesagt hatte. Cassidy hatte dann bedroht, als dieser sich geweigert hatte, dem Verband der Manager beizutreten. Stimmt. Die sollten ja dem beitreten, damit er eine Menge Kohle in den Rachen geschoben bekommt. So, jetzt bin ich mal bei Joseph Dunn gespannt. Dons Integrität war legendär, selbst in O'Learys halbseitenen Akten. Genau wie von Yale erwähnt, hatte Joe vor etwa einem Monat einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen, den er beim Herumschnüffeln erwischt hatte. Es ist schon cool, was man hier also alles für Zeug findet, beziehungsweise, naja, Detektivarbeit ist es ja... So an sich nicht ganz, aber was man halt... Selbst dann hatte er eine Waffe in seinem Büro. O'Leary konnte also nicht die Ausnahme von der Regel sein. Für interessante Informationen bekommt. Dann hatte $200 in seinem Tresor gehabt.
O'Leary hatte etwa 20.000 in einer Schublade. Mich hätte mal das Bild interessiert, was da drin ist. Ein Crossler? Die gute Nachricht ist, dass ich dafür keinen Dietrich brauche. Die schlechte Nachricht ist, dass ich keinen Sprengstoff dabei habe. Dann solltest du vielleicht mal... Ja, weiß ich nicht. Warte mal, wir machen mal... das aus. Das Doofe ist, ich komme hier oben nicht hin, ne? Gut, wir haben eigentlich alles... Jake, da kam jemand. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht, Jimmy? Es ist mitten in der Nacht. Oh shit. Falsch gelaufen. Ich hätte doch nach links sollen. Ich hatte schon erst überlegt, so, ja, gehst du nach links. Jake. Da kam jemand. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht? Es ist mitten in der Nacht. Geh mal nach links. Und wir schieben hier Überstunden. Hey Jimmy, was hältst du denn davon? Ich glaube, der scheißt sich gleich ein, Desmond. Wie kommt's, Jimmy? Wir rollen für dich den roten Teppich aus. Wir lassen dich sogar ins Büro vom Boss. Du bist ein richtiger Glückspilz. Man kann echt nicht sagen, dass ich dich nicht gut behandle, Jimmy. Moment. Ja. Rede, du Trottel. Ja, ja. Also gut. Aber warum sind sie... Sprich dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja. Ich habe dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte, nein. Ich hab doch gar nichts getan. Ich schwör's. Er war einer von den Guten. Natürlich war dir das klar. Du hast ihn ja besser gekannt als ich, oder? Er war ja mein Vetter. Deswegen habe ich dich ja angeheuert. Weißt du, Martin war ein guter Freund von mir. Und seine Witwe hat gesagt, du seist ein netter Kerl, der alles für einen guten Job tun würde und dringend Geld brauche. Und ich habe eine Schwäche für alle, die in Not sind. Aber weißt du was? Ich hab mit ihr geredet. Ich glaube, es war erst gestern. Sie sagte, dass du mit der Knarre ein paar unanständige Sachen mit ihr gemacht hast, Jimmy. Oh, so geht man doch nicht mit einer Witwe um. Die lügt. Warum sollte ich denn wohl sowas machen? Das würde mich auch mal interessieren. Was ist mit dem Kleinen? Bist du dir sicher, dass du wirklich weißt, wie lange so ein kleiner Junge mit dem Kopf in der Kloschüssel die Luft anhalten kann? Elender Bastard! Ich werde weiter nichts tun. Das doch gar nicht! Das war seine Idee! Selbstlos wie ich nun mal bin, war ich froh, mein Leben nicht für Jimmy riskiert zu haben. Vielleicht hat ja nicht mal jemand wie er es verdient zu sterben.
Aber man könnte auch argumentieren, dass ich es nicht verdient hatte, für jemanden wie ihn zu sterben. Richtig. Wer ist dein Boss? Los, raus mit dem Namen! Cassidy, das war deine Idee. Er hat gesagt, sie heuern mich an, wenn ich der Witwe Angst erlange. Also schön, ich hab nur... Beruhigen wir uns erstmal wieder. Wird alles gut. Oh oh. Mein Leben wird von zwei heiligen Grundsätzen bestimmt. Der erste Grundsatz ist die Liebe zu meiner Familie. Ich würde alles tun, um sie zu schützen. Der zweite Grundsatz ist, dass ich meine Zukunft niemals dem Schicksal überlasse. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen. Oder noch präziser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendwer einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Kapierst du langsam, wohin die Reise geht? Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn im Grunde nur verpfiffen habe. Nein, nein, ich würde gern... Hör auf, mich zu unterbrechen, Tim. Ist einfach unhöflich. Weißt du was? Wir belassen's einfach dabei. Du wirst diesem widerlichen Walross Cassidy eine Nachricht überbringen, nicht wahr? Ja, klar. Was immer sie sagen. Sicher, sicher. Bravo. Wie lautet denn die Nachricht? Ach, Jimmy, 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 mein Junge. Du kapierst es immer noch nicht, was? Du bist die Nachricht. Ekelhaft. Wickelt ihn ein. Sorgt dafür, dass Cassidy unser Paket zum Frühstück kriegt, ja? Ich hoffe, er erstickt dran. Verstanden. Hey, hey, hey. Na, wo steckst du denn, kleines Fischlein? Und wieder hast du dir meine Geschichte nicht zu Ende anhören können. Oh, das war jetzt knapp. Zum Glück haben wir da nicht für Jimmy unseren Hals riskiert. Vor allem, weil wir uns auch mal Okay, das war falsch. Vielleicht hätte ich läuten sollen. Das wäre möglicherweise der bessere Punkt gewesen. So, die Folge geht ein bisschen länger. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Ich habe nämlich jetzt demnächst Urlaub. Deswegen werde ich mir die Videos ein bisschen zurückdrehen. Jetzt die nächsten zwei Wochen. Und mal schauen, inwieweit... Was? Wo willst du denn hin, Miete Katze? Zu Herr O'Leary. Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite? Der zweite. Ich gehe immer auf sicher. Sie halten sich wohl für sehr witzig, was, Black Sat? Alter, weggeballert. Boah. Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Machen wir es einfach gleich nochmal zum Anfang.
Die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Und gleich. Was ist denn heute los? Das musste sein, sorry. Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute blub, blub. Von ihm, von seiner Witwe, von seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Aber doch zuerst. So war das nun mal. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Wenn er tot war, okay. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. So, was haben wir noch? Wie war's mit dem Bild? Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er a. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und b. dass er seine Frau betrügt. Die Frau, warte mal, die sieht... Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Die Frau sieht ziemlich ähnlich aus wie die auf dem Bild, wo der Snashorn Einsatz gezeigt hat. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Ist nur die Frage, wie? Wahrscheinlich mit dem Ding. Oh, warte mal. Alter, das ist die echt. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Nein. O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren? Oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und, tja, das war's, glaube ich. Wissen Sie was, Black Zed? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Aber eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ihre Frau hat eine Affäre mit Colbert. Was? Ich? Niemals. Die Sache ist die, Ihr Wort gilt mir nichts. Naja, und da Sie mir keine Beweise gebracht haben? In meiner Manteltasche, rechts.
Black Sad, Black Sad, Black Sad. Oh, danke sehr. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden sie einfach so von Wilson verprügelt. Und jetzt das hier. Wobei wir sicher einer Meinung sind, dass ich allen Grund hatte, argwöhnisch zu sein. Sie sind ja aus Yales Apartment weggelaufen. Aber natürlich ist ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Ist bei mir gut angelegt. Ich möchte eine Wette platzieren für mich. Ich möchte für Sonne eine Wette platzieren. Ich möchte für Sonja dann alles auf den Kampf wetten. Was sind Sie doch für ein Romantiker. Wir lauschen, wenn man es denn lauschen nennen möchte, der sentimentalen Romanze. Wenn Sie meinen, deine Augen wirken wie der Mond. Das Wort nach dem Suchen ist fühlen. Das Wort, nach dem Sie suchen, ist fühlen. Kommt auf dasselbe raus. Wie auch immer. Nur zu. Machen Sie Ihre Wette. Yale gewinnt. Ich setze alles auf Yale. Oh, Black Sad. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Katzen und Würfel jagen nachts. Fragen Sie Colbert. Ist es denn so spät? Fragen Sie Ihre Frau. Wir Katzen und Wölfe jagen nachts. So, damit wäre das erste Video abgeschlossen. Und das zweite folgt jetzt. Ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Wer seid ihr denn? Hallo, ich würde gern mitmachen. Hell's Horse. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker, aber immerhin wahrheitsgemäß.